Meine lieben Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr zuschauen möchtet bei Sonnenschein. Tatsächlich haben wir Sonnenschein. Es ist sehr kalt draußen, aber wir haben Sonnenschein. Und das hat mich echt jetzt dazu bewegt, dieses Video zu drehen. Ich dachte erst, ich mache sowas nicht, weil ihr wisst ja, üblicherweise painte ich erst ein Bild fertig. Und dann mache ich das nächste. Und ihr wisst, dass es für mich absolut No-Go war, ein Bild liegen zu lassen. Und jetzt habe ich festgestellt, dass da doch einige sind. Und nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich ein Video drehe, wo ich meine angefangenen Bilder zeige. Ich wusste immer, dass eins liegt, weil ich das ganz am Anfang gemacht habe, als ich angefangen habe mit Painten, bis ich dann mein erstes tolles Bild hatte, wo ich sage, oh geil. Das andere mache ich jetzt nicht weiter. Also es ist ein Bild von ganz, ganz Anfang an. Also ich painte seit Februar, März 2021 und meinen Kanal hier gibt es seit März 2022. Wir sind bald beim Zweijährigen. Wahnsinn. Ich würde einfach mal anfangen. Es sind nicht viele. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier kommen 20 Bilder. Und das sind auch alles normale, kleine Bilder. Also 30 mal 30, 30 mal 40. Das Größte ist 40 mal 50, aber mehr sind es nicht. Größer sind sie nicht. Und ich muss euch tatsächlich sagen, dass mich das nicht mehr stört. Ihr wisst ja, mich hat das übelst gestört und mein innerer Monk hat immer gesagt, nein, du musst erst eins fertig machen. Ich muss euch sagen, das interessiert mich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin langsam auf der Schiene, dass es mich einfach freut, dass ich verschiedene Bilder habe, wo ich dann wirklich, wie die Heidi immer sagt, das painten kann, was ich lustig bin. Deswegen werden meine Monatsrückblicke echt traurig ausfallen. Ich habe da jetzt echt schon drüber nachgedacht, der Mist, ey, was will ich denn da zeigen? Aber egal, ich zeige euch dann, was halt der Fortschritt war, ne? Auf jeden Fall fange ich mal an. Ich zeige euch erstmal das Bild, was jetzt am längsten schon liegt. Ich habe hier so eine Stange hängen an meinem Regal, wo ich die Bügel alle aufgehangen habe. Viele von euch werden es kennen. Das Bild war das von Amazon. Das war so ein Viererpack. Die anderen drei, die habe ich alle schon fertig gemacht. Und das ist das letzte Bild, was noch über ist. Wie ihr seht, das ist hier am Rand, ne, mit Schablone gepaintet. Tatsächlich passte da die runde Schablone. Und mit der habe ich da auch gepaintet, weil, ja, weiß ich nicht, da mit Mehrfachsetzer gearbeitet habe. Was mir gefällt, ist, dass die Folie nicht so knittert. Aber ihr seht, das habe ich echt, ja. Sieht gut aus, ne? Dank Schablone ist das alles schön gerade, die ich aber dann abgemacht habe, weil ich so viele schon angefangen hatte. Dabei fällt mir gerade ein, dass ich noch ein Bild habe. Aber egal. So, dann ist hier ein Faunbild, was ich mir auch ganz am Anfang gekauft hatte. Das war so ein Doppelpack. Das andere, das ist quer. Auch 30x40, auch von Amazon, alle beide. Ja, das hatte meine Tochter mit dem Krankenhaus nochmal dann gehabt. Aber da hatte sie nur hier unten und das heißt für mich, ich muss da noch weitermachen. Was mich halt wundert, ist, dass hier so viel lila ist hier unten. Ich hoffe nur, sie hat sich nicht vertan. Nee, ist eine Frau. Sieht gar nicht mal so übel aus. Muss ich ja mal gestehen, ne? Rückt mir das noch gerade und dann werde ich das vielleicht auch irgendwann mal fertig machen. Das sind so die zwei Bilder, die ich so, naja, nicht unbedingt gleich in Angriff nehmen werde. Dann hat meine jüngere Tochter, noch gar nicht lange her, den süßen Pinguin angefangen mit Strassstein. Und es hat so keine Lust mehr. Ich hatte gesagt, das ist doof. Hat natürlich schön geschmückt noch hier, ja, das ist wichtig. Aber ihr ist es einfach zu einseitig, diese Farben hier. Und sie hat sich jetzt SpongeBob-Aufkleber genommen. Also sie wollte was Kleineres haben, was schneller geht. So, okay, kein Problem, den mache ich weiter. Wann werde ich sehen? Hier hat sie sich die Farben abgestrichen, das Luder. Ah, nee, ich habe ja oben noch eine Legende, die sie schon geschafft hat, ne? Ist gar nicht mal so schlecht.
Da hat sie sich echt bei was gedacht. Aber ich muss sagen, dass die Steine echt, wenn man die richtig legt, dann decken die den Kreis ab. Das ist sehr gut. So, dann habe ich offen Einmal das süße Bild. You and me. Eckige Steine. Fragt mich bitte jetzt nicht, wo ich die Bilder her habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das immer in meinen Dosen und so, ne, wo ich die Bilder her habe. Das hatte ich, glaube ich, mal. Ich glaube, das Bild hatte ich im Oktober noch mit im Urlaub. Ja, ich glaube. Und hatte das dann auch angefangen. Aber ich habe eben wahnsinnig viel. Also, ich setze ja im Schachbrettmuster. Ich kann die einfach einsetzen. Ob mit Kante oder ohne Kante. Also die Steine sind definitiv zu klein. Ob das jetzt nur die weißen sind. Na, hier seht ihr, hier paint ich wieder nach meinem Prinzip. Ob das jetzt nur die weißen sind, das weiß ich nicht. Aber das werde ich dann im Nachhinein sehen. Ich finde es aber total, 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 total süß. Dann habe ich, nicht ich, sondern mein Schwiegersohn. Das Obenbild angefangen. Das habt ihr ja erst gesehen. Das habe ich ja abgekittet. Er hat aber noch nicht weitergemacht. Ich lasse das mal hängen. Vielleicht wird es dann doch ein Bild, was ich fertig mache. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Aber ich will es jetzt nicht beschreien, dass ich das machen muss. Weil, ja. Bis jetzt hat er noch nicht wieder die Muse gehabt. Wir werden sehen. Das sind alles so. Die hängen dann bei mir so rum, alle, ne, die Bilder. Das nicht, das lag noch im Wohnzimmer. Das werde ich jetzt aber auch herüberholen. So, dann habe ich noch, und das finde ich total toll, das Bild. So, wieder. Mit AB-Stein. Gerade kann ich euch nicht sagen, wo ich das her habe. Aber. Das, wenn ich das dann in Review mache, dann wisst ihr das. Hier haben wir, ich weiß es gar nicht, steht nicht dran. Ne? Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele AB-Steine es sind. Auf jeden Fall sind es zwei. Oder gar drei. Drei auf jeden Fall. Ich fand diese Eule, den Uhu, was auch immer das ist, total süß und total niedlich. Deswegen musste ich den haben. Und war natürlich total interessiert. Wegen den AB-Steinen. Und die sind echt toll. Na, also wir haben hier auf jeden Fall drei AB-Steine. Denn wir haben ja hier. Müsst ihr jetzt durch diese Haar. Guck mal, wie das funkelt. Ist ja geil. Wie das funkelt. Wow, Hammer. Oh, ich liebe das. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann ich das Bild angefangen hatte. Das kann ich euch nicht mehr sagen. Das können wir uns nicht so einfangen. Schade. Also wir haben hier AB-Steine, wir haben hier AB-Steine. Also das ist ein anderer AB-Stein wie hier. Und hier unten seht ihr ja, ich vermute, dass das die 310 ist. Oder die 939. Ne, 939 haben wir nicht. 938? Nein, das ist ein Braunton. Egal. Ja, das habe ich noch. Also das ist auch ein tolles Bild. 40 mal 30 Leinwandgröße. Also das ist wirklich Leinwandgröße. Das ist so ein ZQ-Bild. Das ist wirklich die richtige Größe, ja. Guck mal, ich habe hier meine Federmappe stehen. Die tut mir das den Platz ein bisschen wegnehmen hier. So, jetzt ist besser. Na, also das ist auch ein tolles Bild. Ich kann euch nicht mehr sagen, wann ich das angefangen hatte und warum ich das wieder aufgetan habe. Es könnte sein, dass ich das angefangen hatte vorm November und dann einfach aufhörte, weil der November war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es auch ein tolles Bild und ihr seht wieder, wie ich painte, ne? Erstmal außenrum. So, dann habe ich eins. Das liegt auch schon eine ganze Weile. Dieser süße Vogel. Mit dem werde ich bestimmt demnächst mal fertig machen, weil ich habe hier nur noch das Federkleid hier und den Schal und alles andere habe ich schon gemacht. Ja, natürlich den Rottönen. Ist doch noch ein bisschen. Ich hätte gedacht, die Rottöne habe ich auch schon gemacht, aber nee, okay. Also wir haben hier das Federkleid, das Gesicht, die Mütze und den Schal noch. Aber alles andere habe ich, außer wo hier noch so ein bisschen was fehlt. So vereinzelte Steine hier an den Füßen. Und im Federkleid hier. Ja, den finde ich auch total niedlich.
Den wollte ich eigentlich für meinen Shop noch haben, aber der ist leider ausverkauft. Den gibt es nicht mehr, den wollen die nicht mehr. Was weiß ich. Das ist schade. Das ist schade. Das ist so richtig schade. Der hat mir echt gut gefallen und der kommt auch gut raus. Aber naja, egal. So, und dann habe ich meine zwei Bilder, die ich ja gerade pinte. Parallel. Einmal mein Welcome-Bild. Und nix und. Das macht Spaß. Und jetzt hat mich eine liebe Zuschauerin darauf gebracht, dass das Welcome ja echt scheiße, entschuldigt, blöd rüberkommt. Man sieht es kaum. Jetzt habe ich überlegt, das auszutauschen. Und bin noch am Rätseln. Wenn ich es austausche, mache ich das mit euch zusammen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich muss aber erstmal fertig bekommen. So. Und das größere Projekt jetzt ist, wie ihr wisst, mache ich ja bei Happy Animal mit. Und der lieben Perla. Und das ist das gute Stück. Wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Felder, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Felder, genau. Heute, als ich es wieder drehe, wird wieder... Also wenn ihr das Video seht, sind schon mehr Felder gepaintet. Aber das ist ja egal. Das ist ein Bild vom Action, das kann ich euch sagen. Ein 40x60 und da habt ihr ja beim Action auch immer Bildgröße, nicht Leinwandgröße. Und das ist ein absolut geiles Bild. Es ist ein richtig, richtig schönes Bild. Es kommt super raus. Die Blumen sind toll, die AB-Steine sind toll, die Steine sind toll. Es ist ein fantastisches Bild. Ich liebe es echt. Ich liebe es wirklich. Das ist ein richtig tolles Bild. Und die AB-Steine... Die funkeln auch hier sehr schön. Gucken, ob man das irgendwie einfangen kann. Hier, ja, hier funkelt es. Dann haben wir hier noch der Wufti. Hier. Muss gleich dran machen. Ich hatte das nämlich auch mit Leim festgemacht, weil ich habe keine Sticker. Ich habe einfach das Papier genommen und habe das einfach mit Leim. Aber der Leim, entweder taugt der Leim nichts oder das ist nichts dafür. Nee, das war nämlich blauer Leim. Und jetzt mache ich immer, habe ich immer Washi-Tape dahinter gemacht und dann hält das besser. Wollte ich jetzt wirklich zeigen, das hier. Oh, schön, oder? Oh, ich liebe das, wenn das so schön funkelt. Das ist so toll. Hier sieht man auch die Blume so schön, ne? Mit AB-Steinen. Und Piepmatz ist auch. Sind auch viele ABs drin. Ne? Hier geht das noch weiter mit den AB-Steinen. Ja. Naja. Ja, das ist richtig toll. Also ich muss euch sagen, ich verstehe die Heidi jetzt. Und mein innerer Monk, den beachte ich gar nicht. Ein Bild habe ich noch. Habe ich mir extra noch mal hergeholt. Und zwar habe ich das immer im Rucksack gehabt eine Weile, als meine Große noch im Krankenhaus war. Das ist ja nur schon ewig her, ne? Das ist ja schon lange Pause. Ein Pedicure. Den habe ich da angefangen zu painten immer. Wenn ich gewartet hatte, da eine Weile, wenn Untersuchungen waren, also vorher. Und den habe ich immer noch einstecken in meiner Mesh-Tasche, weil den wollte ich ja eigentlich nur den Paddington-Bär machen und den wollte ich mir dann wieder auf eine Leinwand kleben und das Weiß weglassen. Ja. Genau. Und das werde ich auch noch so tun, aber dies werde ich bestimmt zu Hause erledigen. Ja, das sind meine offenen. Ich hatte noch angefangen mal das Augustbild, das Monatsbild für meine jüngere Tochter, weil die am August Geburtstag hat. Aber da habe ich nur 3, 4, 5, 6, 7 Steine gesetzt mit Schablone. Und dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich dachte, oh nee, ich habe jetzt eigentlich keine Lust auf das Bild. Ich weiß gar nicht mehr, was dann war. Könnte sein, dass ich das noch vor der Kur angefangen hatte und das dann ähnlich mitnehmen wollte. Das deswegen liegt. Aber das habe ich in meiner großen Mappe im Schlafzimmer und das fiel mir vorhin gerade noch ein. Aber das ist nicht der Rede wert, dass da Steine gesetzt sind, da war noch weniger gesetzt sind da, als es gerade bei den Paddington-Bären. Genau. Ja, das war's schon. Also es sind schon einige Bilder. Sagen, jetzt zählen wir mal. Eins, ich nehme die jetzt einfach mal weg. Zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Bilder. Davon ist ja das nicht meine eigentlich und das nicht und das nicht. Also eigentlich sind es 7 offene Bilder, die ich habe. Hätte ich nicht gedacht. Bin selber erstaunt. Aber ich freue mich.
dass ich jetzt ein bisschen hin und her wurschteln kann. Demnächst kommen Bilder noch dazu. Einmal von Diamond Art Club. Wir machen ja Easter Drills. Und ich fange das Bild an von Karat Art Friends in the Rain. Aber ich muss beides auf jeden Fall noch abkitten, weil die liebe Heidi hat jetzt bei Happy Animal die Friends in the Rain painted sie. Und das ist so toll, dass ich es unbedingt auch jetzt painten muss. Ich finde das so schön. Und dann hatte ich mir eigentlich noch von Oraloa eins ausgesucht. Ich hatte mir damals zwei Bilder bestellt, weil ich bei der lieben Annie den Gutschein gewonnen hatte. Und da wollte ich eigentlich auch noch eins painten. Also es kommen jetzt ein paar Bilder dazu. Wir werden sehen. Dann haben wir jetzt Easter Trills. Was haben wir noch? Und dann macht die liebe Pichu Diamantzauber heißt Event. Und da geht es darum, dass ihr ein Bild mit mindestens 100 Farben paintet. Und ich habe ein Bild genau mit 100 Farben von der lieben Pixelfee. Und ich habe mich bis dato nicht daran getraut. Und könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich das dann in Angriff nehme, weil der Zeitraum ist von April bis Dezember. Und ich denke, dass ich da irgendwie das schaffe. Denn das muss ich mir definitiv in Felder einteilen, weil das alles Konfetti ist, glaube ich. Das war, glaube ich, alles Konfetti. Das ist dieses Buch und das ist so toll. Ja, und deswegen ist das jetzt mein Ansporn, da mitzumachen, um das Bild zu painten. Weil ich glaube, sonst würde ich gar nicht anfangen. Ich habe echt Angst vor dem Bild, weil ich das ja nicht gewöhnt bin mit so viel Farben. Und deswegen, mal gucken. So, genau, ihr Lieben. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal was ganz anderes von mir zu sehen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellies Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.